Also ich war 6 Jahre alt, als mich das Fußballfieber gepackt hat. Ich kann mich noch erinnern, es war die erste Klasse Volksschule am Rechberg. Und wir waren 6 junge Burschen, die auf einem Kretzel zusammengesessen sind, so Rücken an Rücken gesetzt. Und von den 6 Personen gab es 5 Rapid-Fans und das in der Steiermark. Und da war für mich ganz klar, dann kann ich nur Sturm Graz als Pendant nehmen. Und das gilt bis zum heutigen Tage. Also der gravierendste Unterschied ist ganz einfach die Emotion. Ich bin seit 26 Jahren Unternehmer und manchmal war ich durchaus erfolgreich und manchmal weniger erfolgreich. Aber eines ist mir im Bürosessel nie passiert, dass ich nach einem Auftrag aufgesprungen bin, die Hände in die Höhe gerissen habe und gejubelt habe. Am Fußballplatz passiert das wöchentlich und das ist was Wunderbares. Und das kann ich an jeden nur raten, als Unternehmer sich auch ehrenamtlich für den Fußball zu engagieren. Ja, man darf nicht vergessen, im Frühjahr 2007, Sturm Graz war insolvent. Wir hatten praktisch von null auf zu beginnen. Es waren kaum Sponsorverträge abgeschlossen. Ich kann mich erinnern, wir hatten einen Sponsorvertrag um 110.000 Euro, der über die Laufzeit drüber hinausging. Es war mit Bontigam neu zu verlängern. Es war damals so, dass der damalige Kollege Hans Fehl und ich zu Weihnachten gewettert haben, wer verkauft mehr Halbjahres-VIP-Abos, er oder ich. Da ist es um ein paar Kändl gegangen und er hat dann, glaube ich, 75 Abos verkauft und ich 140. Und da waren wir sehr stolz beide. Es war die schnellste Möglichkeit, zu einem Kleingeld zu kommen. Und wenn ich das heute so vergleiche, waren wir damals natürlich sehr, sehr amateurhaft unterwegs. Ich war ehrenamtlicher Geschäftsführer, wenn man das so sagen darf. Und wenn ich das rückverfolge bis zum heutigen Tage, dann muss ich sagen, ist hier sehr, sehr viel passiert zum Positiven und Sturm Graz ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, der Herr Präsident ist natürlich eine tolle Sache, das, wie der Name schon sagt, Ehre. Es ist Ehre, die mir hier zuteil wurde. Und das für einen Herzensklub von jung auf, das macht einen stolz und das sind immer wieder schöne Augenblicke und Momente, an die man sich erinnert. Und manches Mal gibt es auch Tage, wo man mich anruft und um Rat fragt und auch das ist schön. Ja, wenn man sich das so Revue passieren lässt, dann ist das natürlich eine schöne, freudige Nachricht, weil wir sind hier wirklich auf sehr, sehr gutem Weg. Ich möchte es aber auch nicht verabsäumen, Danke zu sagen an alle Beteiligten, die hier mitgeholfen haben. Und der Fußball ist schnelllebig. Das heißt, wir werden in Zukunft genauso Gas geben müssen und wir werden das auch tun in vielerlei Hinsicht, egal ob im Bereich der Infrastruktur, egal ob im Bereich der Zuschauergewinnung, egal ob in dem Bereich Marketing und Professionalisierung der Clubs, damit wir hier auf europäischer Ebene weiter nach oben klettern. Also ich habe ja 2013 diese Liga Reform, Entschuldigung, diese Infrastrukturoffensive ausgerufen. Und es macht mich schon stolz, wenn man heute ein paar Jahre später sich das Ganze anschaut und sagt, okay, wir haben bis dato ca. 150 Millionen Euro investiert, sprich die Clubs mit den Kommunen. Und es sind noch viele, viele Millionen, die Anteporta stehen. Sprich, es sind nicht nur die beiden Leuchtturmprojekte in Wien, mit Rapid und Austria, die hier als Vorzeigeobjekte dienen, sondern es wird gebaut in Altach, in Graz, in Linz. Also hier sehe ich einer sehr, sehr guten Zukunft entgegen. Also ich glaube, es war immer ein Prozess, der höchst professionell war, in jeglicher Hinsicht. Wir haben hier Zeit und Geld in die Hand genommen und wir haben alle Stakeholder involviert, angefangen von den Fans, von den Journalisten, von den Clubs, von den Verantwortlichen, von den Zusehern bis hin zu den ÖFB-Verantwortlichen. Und dieser Reformprozess war sehr, sehr professionell. Es war aber auch ein mutiger Schritt, von den zwei Zehnerligen wegzugehen, die ja sportlich sehr, sehr erfolgreich waren.
Aber ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft noch mehr, viel, viel mehr spannende Spiele sehen und dass Spannung von Anfang bis zum Ende sein wird. Und dann werden wir auch die Zuschauerzahlen wieder nach oben steigern können. Ja, das wird natürlich sehr, sehr spannend, zumal Salzburg natürlich in einer bestechenden Form spielt mit sehr, sehr hohen Qualität. Ich habe Franco Foda, dem scheidenden Trainer, gesagt, es kann durchaus sein, dass in dieser Saison jemand mit über 80 Punkten Zweiter wird. Ja? Und wir werden sehen am Ende des Tages, wer dann die Nase vorn hat. Ja, grundsätzlich wollen wir natürlich unseren eingeschlagenen Weg fortführen. Es sind wesentliche Themen, wie schon angesprochen, liegen Format Teil 2. Wir werden im Bereich der Zuschauerzahlen uns was überlegen müssen, wie wir hier noch professioneller die Clubs unterstützen können im Bereich Marketing, Vertrieb und Verkauf. Und es gibt natürlich auch viele andere Dinge noch zu tun. Aber wenn ich mir das Tempo und die Umsetzungsfreude unserer Vorstände mit ihrem Team anschaue, dann blicke ich da sehr hoffnungsfroh in die Zukunft.